Ja, aber es ist schon besser, wenn man jetzt akut selbst was hat. Nein, also dass man dann nicht einfach auf gut Glück wild im Internet recherchiert, sondern, naja, in so Fällen auch mal guckt, dass man adäquaten Facharzt aufsucht. Nee? Ja, und ich meine, so ein Arztbesuch, komm, das kann mitunter kann das ganz interessant sein. Nee? Das bringt so ein bisschen Schwung in den öden Alltag. Ja, mitunter den nötigen Thrill. Ja, gucken Sie mal, ich musste die Tage musste ich zum Tierarzt. Aber jetzt nicht wegen mir, nee, sondern wegen meiner Enkel. Aber jetzt wegen dir sein Hamster. Den Molle, so haben die das Viech damals getauft. Ach, aber der ist schon uralt. Das ist überhaupt ein Wunder, dass der noch an Existieren dran ist. Naja, auf jeden Fall hatte der in der letzten Zeit hatte der zunehmend so Aussetzer. Nee? Der ist manchmal ist der bei voller Fahrt aus dem Laufrad ausgestiegen. Ja, dann hat er nicht mehr nach Hause gefunden. Also in seinen Kabuff. Und manchmal konntest du am Käfig stehen und andere Namen rufen. Und da kam der trotzdem. Nee? Ja, das sah so aus, als hätte der seinen Namen vergessen. Ne? Als hätte er auch da dies Alzheimer. Ne? Aber wir wollten ihm jetzt kein Unrecht tun, sondern wollten es schwarz auf weiß. Ja, und dann sind wir mit den Molle dann da zu unserem ortsansässigen Tierarzt, den Herrn Dr. Hibbe. Hör mal, ich sage es Sie. Das war eine unheimliche Begegnung der dritten Art. Hör mal, wir kamen da in das Wartezimmer rein. Boah. Da war ein Snölk in die Hütte wie im Puma-Käfig. Ich sag, boah, Leute, reißt doch mal einer hier ein Fenster auf. Da sehe ich ein Hecht wie im Zoo. Sag mal, seid ihr alle geruchstaub oder was? Ja, dann sagte so eine ältere Dame, die am Eingang saß, sagte schon so leicht pikiert, nein, bitte lassen Sie das Fenster zu. Mein Fifi hat schon einen Weg. Ich sag, welchen ist denn Ihren Fifi? Da zeigte sie auf so einen Pekingese, den ich beim Reinkommen nur für eine Fußmatte gehalten hatte. Nee? Und die ganze Bude gerammelt voll mit Vierbeiner aller Sorten. Aber auch Geflügel. Und einer sogar mit einer Schlange. Nee? Mit so einer schwarzen Mamba. Aber die war zahm. Die konnte sogar Pfötchen geben. Nee? Aber die meisten, die da waren, waren mit Hunde da. Weil die meisten haben ja auch Hunde. Jetzt mussten wir da stundenlang warten, bis wir mit den Hamster endlich in der Behandlung kamen. Ne? Ja, und wenn du dann da stundenlang rumsitzt, dann kommst du ja zwangsläufig, ob du das jetzt willst oder nicht, in die Beobachtung von den anderen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wieso Hundehalter? Also ich will jetzt hier keinen um den Schwanz drehen. Aber wie die mit ihren Fifis umgehen, das ist ein Fall für einen Psychologe. Schon allein, wie die mit dir reden. Ja, wie mit so kleinen Kindern. Die Olle mit den Pekingese war die ganze Zeit dran. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ich denke, sag mal, ist die Olle doof? Der sitzt ja direkt vor dir, ne? Und sie immer, ja, wo ist er denn? Wo ist er, wo ist er, wo ist er denn? Wo ist er? Ich sag, meine Fresse, ne? Wo soll er denn sein? Da ist er doch! Ja. Mein Gott! Ich sag, stellen Sie dem Tier doch nicht so doofe Fragen! Gegenüber war so ein Ehepaar mit so einem Bobteil. Hör mal, die hatten aber auch, wenn du mich fragst, ganz verschärft ein neben sich her wandern. Hey? Weiß er immer, wo ist der Papa? Wo ist der Papa? Und sie immer, komm zu die Mutti, komm zu die Mutti. Wo ist der Papa? Ich denke, da sind doch neben ihm die Eltern von den Struppi. Ja. Oder ist ja mittlerweile mit der Genetik was möglich, was ich nicht weiß. Ja, ja, auf jeden Fall. Sag mal, der Molle, der stellte sich als kerngesund heraus. Ja, die von den Sprechstundengehilfen sagten also, die Laborwerte ein Zückerchen. Und auch die Belastungswerte vom EKG. Ne, also, da könnte sich mancher Mensch eine Scheibe von den Hamster von abschneiden. Ja, aber ich hatte sowieso nachher vermutet, dass der das alles nur inszeniert hatte. Ja, der wollte einfach mal raus aus seine vier Wände,
der raffinierte Hund, der, ne? Ah, Otzi.